Hi Leute, hier ist wieder Benni vom Aquapuristenkanal und ich bin nicht alleine hier. Ich bin heute zu Besuch bei Mareile von Minibeck. Genau. Mhm. Und nicht nur, dass du jetzt auf YouTube vertreten bist, sondern eigentlich bist du ja hier, ich im Urlaub in Cuxhaven. Ja. Ganz in der Nähe von Cuxhaven. Da dachte ich, ich muss ja unbedingt bei dir vorbeischauen. Mhm. An der schönen Nordsee, ja, genau. Und es ist eigentlich ganz witzig, weil du schon relativ am Anfang, als wir mit YouTube angefangen haben, schon aktiv warst. Und da haben wir gesagt, gut, jetzt irgendwann kam es dann dazu, dass du geschrieben hast, jetzt habe ich mich selbstständig gemacht mit meinem eigenen Laden. So, da muss ich ja unbedingt mal vorbeikommen. Jetzt ist es endlich soweit. Wir hatten das ja schon länger geplant. Ja, jetzt sind wir hier. Jetzt werde ich euch gleich mal ein bisschen noch rumführen, ein paar Bilder mit einblenden. Ist für mich auch ganz spannend, ganz viele Sachen mal zu sehen, die ich irgendwo im Katalog oder im Online-Katalog mal sehe. Ja. Weil du schon deutlich mehr Auswahl hast als wir hier. Ich meine, es ist was ganz anderes, einen stationären Laden zu haben, als jetzt wie wir einen Online-Handel. Natürlich könnten wir auch viel mehr Hardscape irgendwie oder einen Kies oder so, aber ich weigere mich da bisher noch so ein bisschen. Zum einen, weil wir nicht die Lagerfläche haben, zum anderen, weil es halt verschick, also posttechnisch möchte ich da ungern so schwere Sachen durch die Gegend schicken. Mhm, genau, total verständlich. Du bist ja nur lokal hier vor Ort. Genau, ne? Es ist genau umgekehrt. Ne? Ja. Ihr habt den Onlinehandel und ich bin hier lokal, so ein ganz kleiner Laden, wie er früher vielleicht auch mal war, ein bisschen moderner natürlich eingerichtet, sage ich mal so. Ja, und natürlich bin ich dadurch auch breit aufgestellt. Also bei mir gibt es im Grunde alles, was es für die Aquaristik braucht, das kann man dann hier kaufen. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt hier wirklich reinkomme, wir haben das auch ab und zu mal die Anfrage, ich möchte ganz neu mit der Aquaristik starten. Ich habe gar nichts, dann kann man bei dir auch wirklich das komplette vom Becken bis zum Tier nachher alles kriegen. Ja, richtig, genau, ganz genau. Man kann das Becken komplett einrichten. Ich bin auch jetzt nicht so darauf aus, diese Komplettsets zu verkaufen, die es dann vielleicht so in den größeren Ketten oder so halt gibt. Ne? Bei mir kann man sich das Aquarium aussuchen und dann die passende Lampe dazu und auch den Filter, den man dann auch wirklich haben will und dann damit auch glücklich sein kann, sag ich mal. Ja. Hast du denn alles, was jetzt hier so im Laden steht, auch mal selbst ausprobiert oder zumindest weißt du, wie das alles funktioniert? Ich muss sagen, ich bin nicht so der CO2-Mensch. Mhm. Also ich bin eher so der Low-Tech-Typ. Ja, wie wir ja auch. Ja, genau. Ganz sympathisch so da. Aber er hat natürlich auch seine Begründung, das CO2, natürlich bei manchen Pflanzen. Und das habe ich dann hier auch und natürlich auch schon mal ausprobiert. Aber ich selber habe jetzt kein Becken in Betrieb mit CO2. Ich habe aber hier, das werdet ihr wahrscheinlich dann auf den anderen Videos dann nochmal sehen, in der Mitte so eine Tresen. Insel. Das könnt ihr bestimmt dann gleich mal gucken, vielleicht blendest du dann. Ja, ich blende das jetzt hier ein. Ja, super, das ist gut. Und da sind dann mein Pflanzenbecken und auch verschiedene Schaubecken, die ich dann auch so als Komplettset verkaufe. Und da sind dann halt dann auch wirklich die Geräte dran, die ja hier im Laden auch einzeln zu kaufen sind. Mhm. Und das heißt, die richtest du dann alle selber ein und die Leute können die dann so, wie sie hier stehen, mitnehmen? Genau, ja, genau. Mhm. Das ist ja auch ganz spannend. Ja. Genau. Also diese Möglichkeit werdet ihr bei uns niemals haben. Zum einen, weil wir nicht so viele so kleine Becken haben, zum anderen, weil halt das nicht dafür vorgesehen ist, dass irgendjemand vorbeikommt, muss man ja ehrlicherweise sagen. Ja, und zum Verschicken ist es dann auch natürlich schwierig. Genau, in der Nähe ist okay, aber verschicken werden wir keine Becken, in absehbarer Zeit nicht. Es sind ja kleine Nanobecken, also zum Transport im Auto oder so, ich packe die dann gut ein und auch die Sachen natürlich dann einzeln. Die Einrichtung bleibt meistens drin, das Wasser lasse ich so weit raus wie möglich und dann kann man das wirklich sehr gut transportieren. Ich meine, Cuxhaven ist ja jetzt auch typischer Urlaubsort. Hattest du denn schon Kunden, die wirklich auch von weiter weg kommen und dann Becken mitgenommen haben? Ja, das ist tatsächlich auch passiert, das ist auch alles super gut gegangen. Habe ich auch die Rückmeldung bekommen, habe ich mich auch sehr gefreut. Vielen Dank dafür. Ja, genau. Also falls ihr mal in Cuxhaven oder in Umgebung Urlaub macht, freust du dich sicher, wenn mal einer hier vorbeischaut. Ja, sehr gerne. Und ganz uneigennützig, habe ich schon gesehen, dass auch einige von unseren Garnelen hier sind. Ja. Genau, also das ist auch so, dass du jede Menge Garnelen hier hast. Und auch alle aus deutscher Nachzucht. Ja, richtig, genau. Sehr viele von euch natürlich, von dir und Larissa und auch von anderen Händlern, aber alle aus deutscher Nachzucht. Das war mir ganz, ganz wichtig, dass ich da Händler finde, die wirklich selber züchten. Und selbst züchtest du auch noch welche nach? Oder? Ja, natürlich. Das ist bei den Neocaridinern natürlich auch so. Ich selektiere die dann auch aus, habe hier mein Mixbecken. Das mache ich natürlich dann auch, ja klar. Ja. Und Pflanzen? Hast du auch selber welche nachgezüchtet? Richtig, also die ziehe ich auch nach. Ne? Ich habe mich auch eher so spezialisiert auf die Aufsitzerpflanzen. Da kann man ja gut mit den Rhizomen dann so Ableger nehmen oder Moos auch ganz gut vermehren. Ich habe aber natürlich auch ein paar Stängelpflanzen dabei. Rutala zum Beispiel ist immer da, ist natürlich auch gut gefragt. Ne? Das sind so Pflanzen, die ich immer da habe. Aber halt auch viele Aufsitzerpflanzen und die mache ich dann auch meistens schon mal fertig, dass sie nicht im Topf sind oder so, weil ich die ja selbst vermehre. Dann setze ich die schon mal auf einen Stein. Das ist dann auch
auch ganz gut für den Kunden so zum Einrichten. Im Moment habe ich hier zum Beispiel Jaspis. Ja, das ist dann immer mal so unterschiedlich. Kommt drauf an, was ich dann gerade so an Steinen dann so da habe. Hm. Und was in der Größe dann so passt. Ja, genau. Okay, ich denke, ich habe noch so ein paar speziellere Fragen. Da machen wir nochmal ein eigenes Video zu. Aber wer jetzt gesagt hat, oh, das hört sich spannend an, ich bin sowieso in der Nähe, hast du hier feste Öffnungszeiten oder kann jeder einfach vorbeikommen? Wie läuft das bei dir? Nee, so einfach vorbeikommen, dann steht ihr vielleicht vor verschlossener Tür. Das wäre natürlich schade. Ich habe dienstags und donnerstags von 11 bis 14 Uhr auf und alle anderen Tage bis auf Sonntag habe ich dann von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Und da wird sich hoffentlich was finden. Ansonsten verlinken wir hier unten drunter nochmal deinen Kanal und die Homepage hast du ja auch, dann wird man dich auf jeden Fall finden. Instagram bin ich auch vertreten. Ja, da sind wir noch nicht so gut vertreten, das kommt dann hoffentlich bald. Ja. Ja, schaut gerne mal rein. Und ja, ich habe auf jeden Fall noch ein paar speziellere Fragen, zum Beispiel, wie es denn so Aquaristik in der Selbstständigkeit aussieht. Das werdet ihr dann nächstes Mal sehen. Bis dahin, Dankeschön schon mal. Ich danke und euch. Für euch bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.